Ah, shit. Here we go again. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video mit einem wunderbaren neuen Produkt. Und zwar haben wir heute die wunderschöne Pikachu Wii Showcase Box am Start, die wir gerade auch im Shop im Angebot haben. Also checkt gerne den Link in der Beschreibung ab, falls ihr da Bock drauf habt. Und ja, wir gucken uns jetzt mal an, was hier so Schönes drin ist. Ich bin gespannt, ob vielleicht in unserer Version was Besseres drin ist als das, was ich gesehen habe. Aber was ist das überhaupt erstmal? Das ist ein ganz neues Produkt tatsächlich. Und zwar gab es das vorher noch nie. Und zwar, wie gesagt, Showcase. Quasi eine kleine abgespeckte Version von diesen Vierer-Promo-Boxen, wie Sie kennen. Es gibt ja auch die normale Vierer-Promo-Pikachu-Wii-Karte mit der Jumbo-Karte und der normalen Promo-Karte. Im Endeffekt ist das genau das, nur ein bisschen abgespeckt. Und die sind tatsächlich auch relativ schnieke, relativ klein, ein bisschen größer als ein Blister, also sind halt einfach dick. Aktuell gibt es sie nur auf Englisch, bin mal gespannt, ob es sie vielleicht irgendwann mal auf Deutsch gibt. Es ist auf jeden Fall so ein kleines Goodie-Produkt, sagen wir es jetzt einfach mal so. Im Vergleich zu der Pikachu V-Feder, die Oversized und ein Booster. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal so Schönes rein, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile zu haben. Aber ich habe so eine leise Ahnung, was uns jetzt hier erwarten wird. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass in der englischen Box, also die englische Box hatten wir noch nicht da. Ich hoffe, dass sie noch irgendwann kommt. Oder dass die deutsche nochmal nachkommt, gab es auf jeden Fall zweimal Brilliant Stars drin. Ja, jetzt drei Booster drin. Ich bin wirklich gespannt, was hier drin ist. So, wir haben... Bitte, lass einfach meine... Oh! Oha! Tatsächlich, es sieht gar nicht mal so... Oh, Leute! Es ist gar nicht mal so schlecht. Okay, es ist gut. Ich hatte nämlich tatsächlich andere gesehen mit einer anderen Booster-Mischung. Und die sind nice, deswegen bin ich mal gespannt. Okay, Leute, Pikachu Showcase, geiles Produkt an der Stelle. Okay, also, wenn es so ist, finde ich es tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir haben hier, wie gesagt, einmal die Pikachu Holocard. Okay, ich hatte jetzt gedacht, das wird ein anderes Video, aber hey... why not? Sehr, sehr schön. Also, genau dieselbe Promokarte aus der Box und Brilliant Stars und Chilling Rain. Also, erste Box schon mal gar nicht mal so schlecht von der Booster-Auswahl her. Mal gucken, ob wir da vielleicht andere drin haben. Aber ich finde, von der Booster-Auswahl her lohnt sich das definitiv. Da lohnt sich das definitiv. Und mal schauen, ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich habe wirklich was anderes erwartet. Ich hatte schon so gedacht, dass das so ein Video wird, wie jetzt zum Beispiel mit den strahlenden Sternen, mit den Stackable Tins. Die Booster-Auswahl ist fantastisch, wie ich gesehen habe. Denn wir haben, glaube ich, tatsächlich wirklich in jeder... Ja, zweimal Schaurige und einmal Kampfstil. Die ja auch in Englisch noch kommen, beziehungsweise die können auch schon im Shop sein. Die sind auf Englisch aber tatsächlich besser als unsere, weil unseren ist ja wirklich nur Müll drin. Da ist tatsächlich, glaube ich, Evolving Skies mit Voltage drin. Also eine richtig schöne Auswahl. Die werden wir auch im Angebot haben. Ich glaube, für 13,90 werden die da sein. Also wenn ihr die haben wollt, checkt die Auswahl sehr gerne ab. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob das hier was gönnt. Also ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen positiv überrascht. Das ist wieder hier Erwartungshaltung, Leute. Was für eine Erwartungshaltung hat man? Ah, und Lapras. Na, jetzt wäre natürlich noch geil, wenn die Hits dann auch gut wären. Das wäre natürlich das nächste Ding, was uns dann ein bisschen helfen könnte. Aber schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, was da so drin ist. So, Executor, Starly, ein Piplup, Karrablast ist am Start. Wir haben Klingklang und ein Breloom. Okay, leider kein Hit, aber Booster-Auswahl war okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt in der zweiten hier drin sein wird. Ich denke mal, da wird jetzt nichts anderes drin sein, weil die kommen ja alle aus demselben Case. Ich meine, das ist ja dann eine Charge. Hey, das wäre aber gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Und es sieht so aus, als wäre das Ganze genau dasselbe. Wir haben nochmal die Pikachu-Karte. Auch interessant, dass wir hier nur ein Pub-Inlay haben. Finde ich aber tatsächlich richtig gut. Übrigens, Prost an der Stelle nochmal. Finde ich tatsächlich sehr gut, weil es einfach Verpackung spart. Und ich finde, eigentlich könnten die normalen Karten, beziehungsweise die normalen Boxen, genauso aussehen wie die hier. Einfach so ein bisschen, vielleicht noch ein kleines bisschen größer, weil man hat ja dann noch die XL-Karte vielleicht drin und mehr brauchst du gar nicht. Finde ich an der Stelle gut, dass sie da vielleicht ein bisschen was an Plastik oder tatsächlich eigentlich kein Plastik haben, außer halt die Booster-Folien und der Rest ist Papier. Also gar nicht mal so bad an der Stelle. Aber wir gucken jetzt mal wenigstens, dass hier Hits nochmal rankommen. Es wäre geil, wenn wir irgendwie eine Alternative oder so ziehen könnten. Aber schauen wir mal, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. So, Rolls, Laron und immer in Holo. Och, na toll. Schöne Holo-Karte. Man kennt sie ja. Ich hoffe wirklich, dass die Pokémon Company jetzt halt einfach mal ein bisschen öfter solche Artikel bringt, die so ein bisschen besser verpackt sind, wie zum Beispiel die Milchtütenbox von der Mary letztes Jahr. Wir kriegen ja dieses Jahr dann die Milchtütenbox von der guten Professor Esche, die wir natürlich dann auch haben werden. Die hat dann auch wieder eigentlich nur so eine Pappbox und es ist schön kompakt gehalten. Da sind 7 Booster drin und ganz viel Zeug wie bei einer ETB und eigentlich noch besser. Und ist trotzdem klein eingepackt. Also es geht. Es geht. Und ich finde, da könnte man dann auch mal ein bisschen weitergehen. Und ein Hexrus.
Weil zum Beispiel hier, ich meine, man sieht ja die Promokarte vorne, es ist halt draufgedruckt. Ist ja egal. Ich meine, man sieht ja trotzdem, dass sie in dem in der Box dann drin ist. Und da muss sie nicht unbedingt noch ganz groß zu sehen sein. Aber auf der anderen Seite, man muss halt immer bedenken, das sind halt Produkte aus Amerika, die gucken da meistens nicht so sehr drauf, wie wir das hier machen zum Beispiel. Aber gut, so. Ich will jetzt aber mal einen Hit ziehen. Das kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt hier keinen Hit rausziehen. Magma, ein Grimer und ein Ice Cube. Okay, aber wie das so oft ist, habt ihr dann die guten Boxen auf jeden Fall. Und ja, eine haben wir noch, weil, wie gesagt, es müssen ja einfach mal drei sein. Da haben wir 9 Booster insgesamt. Ich denke mal, das ist ganz knackig. Ihr schreibt mir unbedingt auch mal in die Kommentare, was ihr zu der Box haltet. Ohne jetzt irgendwie voreingenommen zu sein von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Weil, wie gesagt, ich bin positiv überrascht. Und wenn sie sowas auf Deutsch rausbringen mit einer anständigen Booster-Auswahl und nicht immer nur Resterampe drin ist, finde ich das in Ordnung. Da finde ich das Produkt echt gut. Und da können sie das meiner Meinung nach auch weiterhin machen. So, Leute, letztes Chilling Rain Pack für das Opening. Waren jetzt nur 3. Aber wäre natürlich geil, wenn man hier vielleicht so aus Random Packs immer mal wieder so eine Alternative raussnacken. Haben wir aus Schaurige schon öfters geschafft. Vielleicht wird es ja hier auch wieder der Fall sein, dass wir das schaffen können. Wir werden es auf jeden Fall sehen. So, wir haben Heracross, ein Cast Form von mir und tatsächlich eine Rainbow. Die Rainbow Clara Upside Down einfach. Okay, also schöner Hit. Und ja, die letzte Box hat auf jeden Fall jetzt schon gegönnt. Also aus 3 Packs ein Rainbow rausziehen, muss man grundsätzlich auch erstmal schaffen. Sehr, sehr nice. Und ja, komm, gönn. Wir haben ja auch hier immer noch die Chance auf ein Glurak Alternativ oder ein Glurak Rainbow. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht könnte das ja noch was richtig, richtig Geiles werden. So, Luxio, ein Hitmonter, Magma Base in Shroomish. Turtwig. Sneasel ist am Start, Klink, Sorg und, ja, Paul wird sich freuen. Die Leute, die den Stream gesehen haben, wissen Bescheid. Ich freue mich jetzt nicht so wahnsinnig über das Viech. Aber, ey, immerhin ein Hit. Und wir sind 2 aus 2, okay? Wir sind 2 aus 2. Das heißt, wenn wir hier noch im letzten Pack einen Hit rausziehen können, dann wäre das echt jetzt eine Barbo-Showcase-Box gewesen. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, ob da jetzt noch ein Hit rauskommt. Oh, das wäre jetzt geil, ey. Jetzt mit so einem Banger noch das Video abschließen. Wäre schon sehr, sehr crazy. Ansonsten checkt auf jeden Fall den Shop ab. Und natürlich auch sehr, sehr gerne Instagram. Da posten wir sowas, wenn sowas neu im Shop immer rauskommt. Und wir gehen weiter rein. Nosepass, Snorunt, Klink, Diden. Und letzter Hit ist... Oh, tatsächlich noch eine Form. Wir haben eine 3 aus 3 Hitbox. Also da würde ich mal sagen, Leute, die letzte Box hat definitiv gezeigt, dass so Boxen immer mal geil sein können. Ihr seht aber auch, wenn jetzt eine Box mit einer Holo, eine Box mit nix, eine Box mit 3 Hits ist, kann alles einfach sein. Und ja, an der Stelle, ich würde sagen, klare Empfehlung. Wenn du ein kleines Produkt haben willst, dann lohnt sich die Showcase-Box auf jeden Fall.